Hallo liebe Outdoor-Fans, wir von Tourismo sind heute unterwegs im Allgäu, genauer gesagt im wunderschönen Oberstdorf. Unterstützt werden wir auf unserer Tour von der Daniela vom Alpinium. Daniela, erstmal vielen Dank, dass du uns heute begleitest. Ja. Vielleicht kannst du kurz erklären, wo geht's denn heute für uns hin? Ja, also wir steigen heute auf vom Bergdorf Gerstruben Richtung Hardenkopf und werden dann über Lugenalpe runter ins Eutal steigen, haben so eine schöne Überquerung. Okay, super, da sind wir gespannt und dann starten wir jetzt. Wie man hier schon sehen kann, ist diese Tour nicht für Radfahrer erlaubt. Ja, oft ist es ja so, dass Wanderer und Radfahrer auf den gleichen Wegen, da kann es schon oft mal zu Problemen kommen. Aus diesem Grund hat Oberstdorf die Zemet-Dus-Kampagne ins Leben gerufen. Daniela, was bezweckt ihr denn da so damit? Also mit der Zemet-Dus-Kampagne möchte man für ein rücksichtsvolles Miteinander zwischen Radfahrern und Bergwanderern werben, weil es da eben zu den Konflikten kommen kann. Aber das bezieht sich auch auf Themen weit darüber hinaus, was jetzt nur den Wanderweg und die Nutzung betrifft, sondern man möchte auch die Rücksicht auf die Natur bewerben und man möchte, dass die Leute keinen Müll dalassen, ja. Schutzgebietsregeln respektieren. Genau, auf jeden Fall eine super Sache, um auf dieses Problem aufmerksam zu machen. Ja, auf unserem Weg von Gerstruben zum Hahnenkopf sind wir jetzt nun an dieser Stelle vorbeigekommen. Daniela, was sehen wir denn hier? Also hier haben wir zum Beispiel die Bergflockenblume, die kennt man vielleicht auch aus dem Garten. Der ein oder andere hat es da wachsen. Und hier kommt sie eben wild vor, mit den schönen lila Blüten. Okay. Ja, die Region Oberstdorf ist ja für ihre Pflanzenvielfalt bekannt. Was gehört denn so zu deinen Lieblingspflanzen? Ja, also wir haben ja hier so viele verschiedene Höhenstufen, dass wir ganz viel abdecken. Und ich mag ganz gerne hier oben. Da fällt mir zum Beispiel die buchsblättrige Kreuzblume ein oder Alpenrosen sind auch total schön, wenn sie blühen. Okay, super. Ja gut, mit ein bisschen Glück vielleicht treffen wir auch noch das ein oder andere Tier oder kommt uns das vor die Linse. Was sieht man denn hier? Hummeln. Häufig Hummeln. aber hier auf der Tour so eher alpiner werden wir hoffentlich ein paar Gämsen sehen, wenn okay. wir uns ruhig verhalten. Und wenn wir ganz viel Glück haben, fliegt mal der Steinadler drüber. Okay, dann schauen wir mal, ob wir Glück haben. So, wir haben jetzt nur noch ein kurzes Stück bis zum Gipfel. Daniela, was meinst du, für wen ist die Tour so geeignet, beziehungsweise was muss man hier so beachten auf dem Weg? Ja, also der Weg kann noch sehr rutschig sein, besonders nach Regenfällen. Da braucht man Schuhe mit gutem Profil und möglichst knöchelhoch. Und man sollte schon ein bisschen Bergerfahrung mitbringen, auf schmalen Bergpfaden klarkommen und auch am Gipfel nicht überfordert sein, wenn man mal an Fels hinlangen muss. Also Bergerfahrung und Kondition, weil es geht ständig bergauf. Gut, dann geht's für uns jetzt da hoch. Jetzt sind wir fast oben und da schaut jetzt Oberstdorf raus, hat man einen guten Blick runter. Oh, schön. So, wir sind nun am Gipfel des Hahnenkopf angekommen. Auf 1763 Metern befinden wir uns jetzt quasi inmitten der Allgäuer Alpen. Daniela, wenn man so rundum schaut, welche Berge sind denn hier so zu sehen? Also erstmal ganz typisch, direkt hinter uns sehen wir das Allgäuer Dreigestirn, die Medeligabel und Trettachspitze. Hochfrottspitze versteckt sich gerade ein bisschen. Und sonst haben wir da drüben spannender noch hinter den Wolken im Nebel das Nebelhorn. Und da unten im Tal haben wir dann den schönen Blick auf Oberstdorf. Ja, ich würde sagen, dass sich für diesen herrlichen Rundumblick der Aufstieg auf jeden Fall gelohnt hat. So, jetzt sind wir auf dem Abstieg.
Da geht es noch vorbei an der Lugenalpe und dann kommen wir unten im Eutal an. Oberstdorf bietet von Frühling bis Herbst ein 200 Kilometer langes Wander- und Radwegenetz. Ja, viele dieser reizvollen Touren, die befinden sich im Naturschutzgebiet. Daniela, du als Rangerin, du bist hier viel unterwegs, du kennst dich bestens aus. Was muss man denn als Wanderer im Naturschutzgebiet so beachten? Ja, als Wanderer ist man im Naturschutzgebiet einfach nur Gast. Deswegen bitte auf den Wegen bleiben und einen Hund gegebenenfalls an die Leine nehmen. Wer einen dabei hat, um die Störung von den Tieren zu vermeiden. Außerdem keine Trittschäden an Pflanzen verursachen, am besten nur Fotos mitnehmen, keine Pflanzen pflücken. Und außerdem sollte es selbstverständlich sein, dass man gerade im Naturschutzgebiet natürlich nicht zeltet, bivakiert oder ein Feuer macht, genauso wenig wie Drohnen fliegen. Mhm. Hier hinter uns ist die Lugenalpe schon zu sehen.